Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mit meiner Hängematte am Start. Ich habe die gerade extra nochmal von der Decke runtergeholt, weil es war super, super komisch, irgendwie ein YouTube-Video anzufangen, ohne diese Hängematte im Hintergrund, mit dieser Location aber trotzdem. Also, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie total daran gewöhnt, dass es eine Hängematte in dem Video ist. Und deswegen ist diese Hängematte jetzt auch wieder am Start. Ich war ja letztens total begeistert von diesem Eiweißpulver mit Ananas- und Kokosgeschmack. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt die beißende Farbe, die überhaupt nicht zum Rot passt, und probieren jetzt dieses Eiweißpulver hier. Ich war gerade draußen und habe mich so ein bisschen bewegt und ich habe jetzt nicht krass Sport gemacht, aber ich habe mir so gedacht, boah, ganz ehrlich, ich probiere jetzt diesen Eiweißshake hier. Ich habe gerade auch gar keine Pflanzenmilch mehr hier, deswegen wird das hier jetzt auf jeden Fall der Härtetest. Ich werde das Eiweißpulver hier mit Blueberry, Raspberry und Strawberry nämlich jetzt mit Wasser anrühren. Okay, Leute, das, was mich total schockiert hat bei dem letzten, ist der intensive Geruch gewesen. Deswegen öffne ich das jetzt hier mit euch zusammen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ist auch intensiv, aber ich glaube, also jetzt ist auch der Aha-Moment weg, dieser, oh mein Gott, das ist so intensiv. Ich habe das jetzt schon erwartet. Es ist intensiv, es riecht lecker, aber das andere, das hat mich ja komplett aus den Latschen gehauen, Leute. Was ihr grundsätzlich noch hierzu wissen solltet. Das sind 30 Gramm Proteinpulver in Bio und vegan und ohne Sucralose, nämlich mit Erythrit. Und ihr dürft euch auch sehr gerne das erste Video dazu angucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist nämlich die blaue Version mit Ananas, Kokos und Spirulina drin. Ich verlinke das irgendwo hier. Also falls euch die andere Geschmacksrichtung interessiert, fühlt euch eingeladen, auch mal da reinzusehen. In dieser Shake-Variante gibt es zum Beispiel statt Spirulina Acerola. Man sollte jetzt an dieser Stelle erwähnen, ich mache keine Werbung für sie, ich kriege kein Geld dafür, ich sage euch einfach nur meine Meinung. Ich habe tatsächlich die Marke bei DM letztens entdeckt, bei den neuen Produkten. Auch da dürft ihr gerne irgendwo hier nochmal schauen und klicken, wenn ihr möchtet. Da habe ich nämlich tatsächlich unter anderem diese Produkte entdeckt und dachte mir, boah, die muss ich auf jeden Fall testen, die werde ich jetzt ausprobieren. Meine Meinung ist also komplett ungefiltert, Leute. Der blaue Shake, der hat mich sehr überzeugt und ich muss sagen, ich bin jetzt umso gespannter, wie dieser Shake schmecken wird. Diesen Shake habe ich dieses Mal mit Wasser angerührt. Ich bin sehr gespannt, was das geschmacklich so ausmacht, auch gerade noch in der Pflanzenprotein-Kombination. Was auf jeden Fall sehr auffällig ist, ich finde die Farbe viel, viel, viel schöner als die andere. Ansonsten, ich habe da nur Wasser reingetan, das Pulver und wie auch beim letzten Mal zwei Stücke Erdbeeren. Riecht angenehm, aber ich finde, hier habe ich schon das Gefühl, es riecht irgendwie mehr nach Pflanzenprotein. Also ja, ich bin sehr gespannt, ob das hier jetzt auch so intensiv sein wird vom Geschmack wie der andere oder nicht. Es ist okay. Es überzeugt mich nicht so sehr. Der andere hat mich wirklich umgehauen, Leute. Er hat mich vom Geruch umgehauen, vom Geschmack. Boah, ich fand den richtig, richtig gut. Er ist okay. Ich finde ihn jetzt offensichtlich, weil ich Wasser benutzt habe, wässrig. Es ist nicht so eine krasse Geschmacksexplosion vorhanden. Der Geschmack ist, es ist halt okay, aber wie gesagt, es haut mich jetzt nicht von den Latschen. Die Konsistenz ist weniger angenehm. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt mega, mega eklig ist oder so. Es ist, ja, es ist trinkbar, aber ich würde halt wirklich da jetzt ehrlich gesagt kein Geld für ausgeben. Den blauen hingegen, also den mit Kokosananas, der hat mich, ja, ich war hin und weg, Leute. Den würde ich mir sofort nachkaufen, aber jetzt diese Version ist nicht meins. An dieser Stelle muss ich aber definitiv sagen, ich bin generell nicht so der Beerentyp bei Eiweißshakes. Ich habe tatsächlich aber auch noch einen positiven Punkt, es ist nicht übersüß. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr, sehr angenehm von der Süße, es trifft nur einfach echt nicht meinen Geschmack. Wisst ihr, was das bedeutet, liebe Leute? Ich werde im nächsten Video, in dem ich einen Eiweißshake probiere, den hier probieren. Salted Caramel. Ich muss sagen, da bin ich mit am gespanntesten drauf. Ich kann es kaum noch erwarten. Da habe ich auch sehr große Erwartungen, also wir werden sehen, wie gut dieser Shake tatsächlich ist. Es ist tatsächlich jetzt einfach alles offen. Ich muss sagen, den blauen liebe ich, den Beeren-Shake würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen und der, ja, könnte jetzt richtig, richtig lecker oder ein Fail sein. Also mal schauen, was uns bei diesem Shake erwartet. Falls ihr jetzt also wissen wollt, ob dieser Shake sich hier geschmacklich lohnt, ihr dürft mir sehr gerne ein Abo dalassen. Falls euch das Video generell gefallen hat, dürft ihr mir auch sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Ich freue mich darüber. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir sehr gerne, ob ihr schon einen dieser Sorten probiert habt und wie ihr die findet. Habt ihr vielleicht sogar schon Salted Caramel probiert? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Falls ihr wissen wollt, wie ich persönlich Salted Caramel finde, dürft ihr sehr gerne im nächsten Video einschalten. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald.